Das Wrack vielleicht das Lager? Nein, das Ding liegt hier schon ewig. Seht ihr? Der Rauch kommt von der anderen Seite. Na dran, aber wir müssen da raus. Ich bin gut. Bitte. Es ist wahrscheinlich das ungefährlichste Ding auf diesem Planeten. Ungefähr so. So ist keine Maßeinheit. Groot weiß, was er meint. Okay, mal her, schau. Ich lass was für euch runterfallen. Vorsicht da unten! Ha, das wird gehen. Meinst du, die Kreaturen haben das Schiff als Zuflucht genutzt? Völlig egal, sie sind tot. Hier, hilf mir mal. Wir sollten uns bereithalten. Wir kennen die Quelle des Rauchs nicht. Es könnten weitere Feinde sein. Vielleicht ist es nur ein schönes kleines Feuer. Und ein paar Sakara-Geister. Oh, vielleicht ist es ein Barbecue. Was ist ein Barbecue? Was? Ihr hattet noch nie ein Barbecue? Burger vom Holzkohlegrill? Steaks? Baby Back Ribs? Was immer das ist, es riecht... Leichen. Es riecht nach Leichen. Meine Güte. War das alles Schwung? Ganz ohne Zweifel. Vor uns. Sieht aus wie eine Überlebende. Wer ist da? Kein Kopf, Sisi. Kein Kopf. Ich nehme an, die widerliche Tentakelkuh ist ihr Kopf. Und ich kann euch damit hören. Bist du die einzige Überlebende? Offensichtlich nicht. Wer seid ihr, Fleischsäcke? Wegen Fum hier. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin die einzige Überlebende oder werde es sein. Ich nehme an, dass wir ihn finden könnten. Na klar, er frisst gerade meine Männer an seinem Schlafplatz. Der große Eisobelisk, der aus dem Gefrorenen des Kraterkessels ragt. Keine Sorge, wir kümmern uns um Fum. Natürlich, Terraner. Aber flieht bloß nicht hierher, wenn er euch jagt. Ich muss noch zusammenpacken. Kriegst du das alles hin? Ich brauche dein Mitleid nicht, Terraner. Ich fliege zurück nach Contraxia und lecke meine Wunden. Oh, hey, überleg dir das besser. Contraxia ist im Moment nicht gerade sicher. War es das jemals? Im Ernst. Vielleicht solltest du einfach mit uns kommen. Es war heute schon peinlich genug, auch ohne die Hilfe eines Fremden. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Okay, aber wenn du von einem Versprechen oder der Matriarchin hörst, bleib auf Abstand. Ich versuch's mir zu merken. Tut mir leid um deine Männer. Tote kriegen keine Gehaltschecks. Übrigens, bist du nicht die Tochter des wahnsinnigen Titanen? So was sollte man doch benutzen, oder? Die brauchen sie nicht mehr. Okay, es gehört dir. Bleibe vorzeitig und wieder rum, wenn du schießt. Niederschlagssport verhindert, dass du zu Boden gehst, wenn dich ein Niederschlag trifft, in den du einen Sport ausübst. Und vollbracht! Hoffentlich schlagen wir uns besser gegen Fum als dieser Trupp. Noch ein Jägerzeichen? Es ist unmarkiert. Zweifellos gehörte es einer dieser Leichen. Sie hatten wohl nie die Chance, es aufzustellen. Ich habe es für uns requiriert, um von unserer heutigen Tapferkeit zu künden. Es wird unseren Triumph oder unseren glorreichen Untergang markieren. Fum ist schlimm genug, aber er ist nichts im Vergleich zu dem Kampf, der uns danach erwartet. Dann markiert es unseren vorletzten Triumph. Ein Triumph nach dem anderen. Okay, Leute, gehen wir auf Drachenfang. Ja, wir nähern uns stetig unserem großen Schicksal. Du bist ziemlich aufgekratzt. Immerhin hat Fum das Lager vernichtet, als wär's nichts. Wir sind nicht nichts. Ich seh's wie Drax. Kein Berg zu hoch, kein Tal zu tief. Wow! Achtung! Gucci! Ich sterbe!
wäre das mit dem Weg nach unten geklärt. Darauf kriegen. Seht's mal positiv. Vielleicht sind wir dann ja tot. Leute, passt auf. Wir werden auf einem Drachen reiten. Reiten. Auf Fuhm. Mein fünfjähriges Ich wäre jetzt unendlich neidisch. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch kälter werden kann. An Tagen wie diesen bin ich froh, dass ich auf der Milano eine Sitzheizung eingebaut habe. Da vorn, da ist unser Eisobelisk. Das muss das gefrorene Meer sein. Hier ist der perfekte Ort. Hier werden wir die große Bestie herausfordern. Fintech, komm und begegne deinem Tod! Was machst du da? Wir können ihn nicht überraschen, wenn er weiß, dass wir da sind. Außerdem töten wir ihn nicht. Schon vergessen? Ruft mit! Hier beweisen wir unsere Standhaftigkeit! Fin, Fang, Fum! Dein Ende rückt näher! Nein, nicht sein Dieser Ende! Grill, los! Fin, Fang, Fum! Zeit für ein Nickerchen! Ich bin Grill! Rocket, du bist dran! Hat er meinen richtigen Namen gesagt? Fin, Fang, Fum! Wir werden dir deine verflachten Mistzapfähne zusammenstutzen! Hörst du mich? Er hört dich! Du schuppiger Riesengortalsch-Plodian! Du fessider Klumpen Satakias Strauchfleisch! Du machst uns keine Angst! Fühlt sich gut an, oder nicht? Ah, ja, tut es tatsächlich! Und jetzt ziehen wir uns auf! Nein, das tun wir nicht! Mein Blut wird dicker in Erwartung unseres großen Kampfes. Ekelhaft! Ich bin gut. Natürlich meint er das wörtlich. Einfach hier durch. Macht euch auf alles gefasst. Das ist rein technisch unmöglich. Vielleicht hat er Angst vor uns. Unmöglich. Fum wurde furchtlos geboren. Das weißt du doch nicht. Im kalten Herzen eines sterbenden Sterns. Sterbende Sterne sind nicht kalt. Der schon. Meint ihr, sein Bau ist dahinter? Finden wir es raus. Oh!
bist du nicht mehr so heiß, was du? Nur her damit, du Rieseneidechse! Das war zu knapp! Gute Idee! Muskelpaket, hilf Groot mal! Er glaubt, ihr beide könnt den Felsen direkt in Groots Gesicht zurückschleudern! Wir sind bereit, Herr Quill! Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen! Lass ihn weg, Rocket! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt! Gamora, zeig ihn! Ich kann nicht glauben, dass wir mit den Pferden kämpfen! Eine wahre Verfolgungsschlacht! Verkaufen sollen, wie ich vorschlug. Keine Quarantänezone, keine Strafe, keine Kirche. Wir haben ganz klar seine Aufmerksamkeit. Und er hat unsere. Warte! Er wird nicht in die Eismauer weg! Du darfst gern aufgeben, Tom! Kennst du nicht hart genug, Brooke? Vorsicht da unten! Peter Quill, entfeste dich gegen diesen Narren! Unsere Namen in die Geschichtsbücher und sie werden ihn richtig schreiben. Hey, ich weiß, dass wir feiern wollen, weil wir nur noch zwei Schritte davon entfernt sind, diesen Kampf zu gewinnen. Aber wenn wir schon vor dem Sieg tanzen, schicken uns diese Mistlöcher ins Grab. Also bleiben wir konzentriert und zeigen diesen Losern, dass wir rocken. Wer ist dabei? Stern und sehr gut, Peter! Brett lieber nicht! Rocket, mach dein Ding! Wir hätten Zoom verkaufen sollen, wie ich vorschlug! Was ist denn kaputt? Bah! Glorreicher Feuerregen! Vorsicht da unten! Achtung, die Bestie greift an! Du darfst gern aufgeben, Tod! Du wirst mir die Helme dein Leben versprochen! Rocket, lass sie weg! Das heißt, ich nicht, du Riesenbaby! Machen wir wenigstens denn? Wir machen ihn wohl wütender! Das ist
doch mal ein Fortschritt! Er will uns vernichten! Seht doch! Er nimmt fest! Komm schon, Boom! Du wirst weg nach neuen Milben! Hellbender hat so viele Schaden, wie du fressen kannst! Hoffentlich sind wir dann quitt mit Hellbender. Das war's dann wohl mit Kleine. Rocket, entsichern und los! Jetzt ist durch unsere gemeinsame Macht betäubt. Und sie ist angepisst! Dann wird sie nachlässig werden! Alles für dich, Drax! Mit Inbrunst! Ihr hättet Tum verkauft sollen, wie ich vorschlug! Okay, Drax. Den nächsten Plan, wie wir Geld machen, spielst du. Du Rieseneidechse!